wir haben uns heute mal wieder Bubble-Waffeln gemacht, aber dieses Mal Waffeln mit Milchmädchen, also gezuckerter Kondensmilch. Die gehen ganz einfach, sind saulecker und wir zeigen euch einfach mal, wie es geht. Wir wollen uns heute mal wieder ein paar ganz leckere Waffeln machen. Ich habe jetzt ganz lange nach einem wirklich leckeren Waffelrezept gesucht. Habe eins gefunden, wie sollte es anders sein, mit Milchmädchen als Süßungsmittel drin. Und ich habe da ein bisschen dran rumexperimentiert an dem Rezept, was ich ursprünglich gefunden habe, bis mir das wirklich geschmeckt hat. Heute zeigen wir euch das mal. Wir brauchen zunächst mal 125 Gramm Butter. Wir sind ja nur zwei Personen, brauchen also keine 100 Waffeln. Wir brauchen nur so 4 bis 10 Waffeln. Nee, so 4 ungefähr wären das, 4, 5 Waffeln. Also 125 Gramm Butter und genauso viel Mehl, habe ich festgestellt. Das ist dann die richtige Mischung. So kleben die Waffeln nicht im Waffeleisen fest und werden auch richtig schön knusprig. Also 125 Gramm Mehl. Und dann brauchen wir von der gezuckerten Kondensmilch brauchen wir die Hälfte von dieser Dose. Das sind jetzt so 200 Gramm ungefähr. Wenn das jetzt ein bisschen mehr ist, schadet nicht, wird nur süßer. Und ich mag es sehr süß. Dann brauchen wir 2 Eier. Wenn du eine kleine Süße bist. Eine große Süße schon. 2 Eier. Und hat das aus der Tasse geworden, von der Oma? Ja, hab halt keinen Bock dazu. Eigentlich macht man das ja immer. Aber wir hatten die letzten Jahre noch nie ein schlechtes Ei dabei. Und dann wird man wieder unvorsichtig und zack, hat man wieder ihn. Jetzt kommen dann 1,5 Teelöffel Backpulver dazu. Und dann wird das einfach verrührt. Mit dem Handmixer. Das war eigentlich schon. Und die Milch? Achso, 2 Löffel Milch kommen noch drin. Siehst du, dass du gesagt hast. Und die Butter? Habe ich doch schon drin. Achso, die Butter habe ich in diesen Dingens hier in der Mikrowelle ein bisschen schmelzen lassen. Deswegen hat man die vielleicht auf dem Boden da ja nicht so gesehen. Also ein halbes Stück Butter, schön weich, fast flüssig. So, das wird jetzt aber. Dann halt mit dem Handmixer verrühren. So, und dann können wir das eigentlich schon ins Waffeleisen füllen, aber wir gehen erstmal noch schnell mit den Hunden raus. Ein bisschen stehen lassen. Weil wir noch ein bisschen stehen lassen wollen. 2 Minuten, 3 Minuten ziehen lassen, damit alles... Ja, das dauert jetzt bei uns ein bisschen länger, wenn du erst mit dem Hund raus willst. Ja. Also, lassen wir das erstmal stehen. Du musst vor der Kamera wieder mit mir einen Streit anfangen. Ja. Geht einfach nicht anders. So, und dann, wie gesagt, können die Waffeln schon gemacht werden. Jetzt muss man sich ausprobieren, wie viel Teig da rein kann, ohne dass das überläuft. Wir nehmen jetzt wieder unser Bubble-Waffeleisen und dann legen wir die Waffeln immer nebenan gleich auf so ein Waffel, auf so ein Auskühlgitter, damit die Waffeln von unten nicht so matschig werden durch die Hitze und die Feuchtigkeit, die da in den Waffeln ist. Und so können sie schön austrocknen oder abkühlen und sind dann schön knusprig. Ganz lecker. So, jetzt ist gerade wieder eine fertig. Ihr könnt zwischendurch auch immer mal gucken, ob die schon braun genug sind. Sonst halt den Deckel nochmal zumachen, ein bisschen warten. Machen wir jetzt erstmal meine Waffeln hier fertig. Ihr seht, das wird auch mit 125 Gramm Butter und 125 Gramm Mehl wären das auch eine ganze Menge an Waffeln. Für 2 Leute reicht das völlig aus. Da hätte noch weniger ausgereicht. Aber ja, die kann man auch kalt essen. Die schmecken auch genau kalt nachher richtig lecker. So, wir machen dann jetzt einfach nur Puderzucker drauf. Wir hatten schon mal gezeigt, wie man solche Bubble-Waffeln macht. Und da haben wir dann noch Sahne und was weiß ich alles drauf. Das schafft man einfach nicht zu essen. Also solange wie man jung ist vielleicht, mag das alles gehen. Aber wir haben es nicht mehr geschafft. Wir haben jetzt aus diesem bisschen Teig haben wir 7 Waffeln rausgekriegt. Das muss erstmal gegessen werden. Wir wünschen euch viel Spaß beim Nachmachen. Guten Appetit, lasst es euch schmecken. Wir gehen jetzt erstmal essen. In diesem Sinne, bleibt weiterhin neugierig. Schaut wieder bei uns rein, denn wir zeigen euch, wie es gemacht wird. Und das wie immer ganz, ganz einfach und so lecker.